Jetzt auf UI24TV. Die Insider, der große Polit-Talk. Heute mit diesen spannenden Themen. Harte Worte, FPÖ im Schlagabtausch mit Van der Bellen. Soziale Kälte, wie brutal ist die Regierung? Und Polit-Darling, alle lieben Kanzler Kurz. Darüber und mehr diskutieren heute im Studio die Insider. Josef Kalliner, Gerald Gross, Andreas Kohl und Stefan Sengel. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt die Insider, nur auf UI24TV. Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Abend auf UI24TV. Ich freue mich, Sie heute wieder zum Insider begrüßen zu dürfen. Dafür haben wir uns spannende Themen ausgesucht und noch viel spannendere Gäste. Sie kennen sie ohnehin schon, aber trotzdem darf ich Ihnen noch einmal vorstellen. Josef Kalliner, Polit-PR-Berater. Vielen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Dankeschön. Freue ich mich besonders, Andreas Kohl begrüßen zu dürfen. Eine Legende aus der Politik, wortstark wie immer, heute auch hier bei uns vertreten. Dankeschön fürs Kommen. Gerne. Dann freue ich mich, Stefan Sengel begrüßen zu dürfen, als Autor bekannt, aber viel, viel mehr bekannt als PR-Berater, der auch gerne mal Politikern sagt, wie es lang geht, beziehungsweise wie es lang gehen sollte. Ja? Wer da heute von Ihnen Kritik einstecken muss, wir werden es noch hören. Danke, dass Sie dabei sind. Ja, Kritik, das Stichwort von Gerald Gross, Politblogger wie immer mehr gefürchtet. Wir sind schon gespannt, in welche Richtung du austeilen wirst, denn es gibt einiges, wo man durchaus ein bisschen mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, das macht die Politik aktuell vielleicht nicht ganz so richtig, wie sie sollte. Denn insbesondere die FPÖ, die gerät in diesen Tagen ordentlich ins Kreuzfeuer. Da kommt die Kritik von Harald Wilimski am EU-Präsident Juncker. Und da geht es um den Ischiasnerv, da geht es um womöglich zu viel Alkohol und da geht es vor allen Dingen in der Folge um die Frage, darf man dann das, wenn man in einer Regierungspartei ist? Josef Kalliner, darf man die EU so kritisieren, beziehungsweise hochkarätige Vertreter der EU kritisieren, wenn man noch dazu gerade den EU-Ratsvorsitz inne hat? Also sicher darf man. Ich meine, wir sind in einer Demokratie, es darf jeder alles einmal grundsätzlich sagen, was innerhalb des Strafgesetzbuches erlaubt ist. Ja. Ob es klug ist, ist eine andere Frage. Ja. Ich denke mal, trotz alledem, auch der Jean-Claude Juncker ist lange im Geschäft. Da ist viel Schauspiel dabei. Ja. Und ich finde, man sollte vor allem solche Dinge in keiner Weise überbewerten. Nicht überbewerten, aber nichtsdestotrotz gehen die Wogen natürlich hoch. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat diese Kritik doch sehr vehement zurückgewiesen, auch verurteilt. Gerald Gross, wie sehen Sie das? War das in Ordnung, dass der Bundespräsident da ein bisschen die FPÖ zur Mäßigung gerufen hat? Oder war das eigentlich eines Bundespräsidenten nicht würdig? Ich teile dann die Ansicht mit dem Josef Kalliner. Das ist die normale politische Auseinandersetzung. Ein Europaparlamentarier hinterfragt, möglicherweise überspitzt, möglicherweise auch niveaulos, wie auch immer, die Amtsfähigkeit des jeweiligen Kommissionspräsidenten. Das ist der Streit der Legislative auf europäischer Ebene. Ob das jetzt besonders formvollendet und elegant vonstatten gegangen ist, ob das jetzt intelligent ist oder weniger intelligent ist, sei dahingestellt. Was ich aber am wenigsten intelligent empfinde, ist, dass sich der österreichische Bundespräsident hier zu Wort meldet, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Diskussion seinem Amt nicht würdig ist. Der Talmud sagt, der Mann macht das Amt. Und ich habe halt immer wieder den Eindruck, dass der österreichische Bundespräsident in seiner aktiven Zeit als Bundessprecher der Grünen nicht aus der Rolle des Universitätsprofessors herausgekommen ist und jetzt in seiner Rolle als Bundespräsident nicht aus der Rolle des grünen Bundessprechers herauskommt. Diesen Eindruck werde ich nicht los, weil wenn ich sehe, dass er sich im Wochentakt zu normalen Vorgängern innerhalb einer Bundesregierung, zu Regierungsvorlagen, zu Initiativen, zu Punktationen, zu Ministerratsvorträgen sich mittlerweile äußern beginnt, dann halte ich das für einen österreichischen Bundespräsidenten als Staatsnotar an der Spitze unserer Republik für nicht besonders klug, vor allem wenn er es einseitig tut. Als der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion im österreichischen Parlament in der Zeit der EU-Präsidentschaft an der Person des Sebastian Kurz den Austrofaschismus plötzlich wieder festgemacht hat, habe ich vom österreichischen Bundespräsidenten kaum etwas vernommen. Wenn aber in Niederösterreich Landtagswahlkampf tobt oder sonst irgendwo in Gigeritz-Botschen ein Händel umfällt, wird die Rede zur Lage der Nation gehalten. Ich weiß nicht, ob er sich damit etwas Gutes tut. Naja, aber als Bundespräsident muss man doch ein bisschen kalmierend wirken, wenn die Regierung da vielleicht mal übers Ziel hinausschießt. Oder wie sehen Sie es, Herr Kohl? Also ich habe die Bemerkung von Wilimski als ungehörig und unanständig empfunden. Aber bewusst.
das war kein Zufall, sondern das war eine ganz klar gesetzte Provokation des Generalsekretärs der Freiheitlichen Partei. Und alle sind ihm auf den Leim gegangen. Nicht alle, aber viele. Der wollte ein anderes Thema, weg vom Thema, das vorher gespielt wurde, wo die Freiheitlichen Schwierigkeiten mit ihren Wählern und Funktionären hatte. Und dann hat er 12 Stunden und da hat er ein anderes Thema gesetzt und man ist ihm zack, schön, wie ein Osterhase, draufgehüpft. Und dass ein Bundespräsident, also ich lehne die Rolle des Staatsnotars ab, der Bundespräsident ist viel, viel mehr. Ich hätte wahrscheinlich mir den Wilimski persönlich geholt und ihm die Wahlen führig richtet, das hätte ihm gut getan, und hätte auch persönlich den Juncker angerufen und ihm gesagt, Herr Juncker, wir schätzen Ihre Amtsführung sehr. Sehr eleganter Zug. Stefan Sengel, auf welcher Seite sehen Sie sich da jetzt mehr von den Meinungen? Wo würden Sie sich eher zu Hause fühlen, doch die öffentliche? Also ich sehe es schon auch so, dass es sicherlich eine gezielte Provokation war. Einfach weil durch den 12-Stunden-Tag und einige andere Themen die FPÖ momentan in der Situation ist, dass alles, was sozusagen es an Positivem zu verkaufen gibt, das verkauft der Bundeskanzler. Alles, was negativ ist, das wird momentan eigentlich bleibt bei der FPÖ hängen. Und da haben sie auch massive Probleme, was natürlich ihre Anhängerinnen und Anhänger betrifft, die sicherlich aus anderen Motiven sie gewählt haben. Und da kommt dann unter Anführungszeichen so eine Provokation als Ablenkungsmanöver wie gelegen. Und dass sie sozusagen in der Sache und im Ton also vollkommen daneben ist, also das, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Also fast gleichzeitig. Alle. Also naja, ich meine, das ist einfach sozusagen, dass ein Bundespräsident in so einer Situation auch überlegen muss, herausgefordert ist. Ich bin auch der Auffassung, der Bundespräsident muss nicht zu allem etwas sagen, aber überlegen muss und herausgefordert ist zu sagen, okay, wie geht man insbesondere damit um, dass das während einer EU-Ratspräsidentschaft passiert. Das ist ja auch für das Ansehen unseres Landes in Summe nichts, was jetzt unbedingt renommeeförderlich ist, sagen wir so. Also ich meine, der Herr Wilimski ist jetzt nicht der Beste. Mit Gerald Groß über Ansehen diskutieren. Ist eine schwierige Sache. Der sitzt im Holzzuber im Wasser und beflügelt die Leute jede Woche. Das ist ein bisschen viel verlangt. Ich kann schon, wenn ich mit zusammenreise, also so ist es nicht. Also, aber jetzt sage ich vor, das stimmt auch, aber jetzt sage ich, ich möchte schon etwas sagen. Also wenn die größte britische Zeitung, Tageszeitung, ja, die Amtsfähigkeit des Herrn Junkers in Frage stellt. Welche waren das jetzt? Welche dieser Serie sind Zeitungen, die Sie lesen? War das? Welche war das? Sagen Sie es bitte. Welche? Ist in Ordnung. Wenn die Briten diese Frage stellen, wenn hinter vorgehaltener Hand deutsche CSU-Funktionäre behaupten in Zeitungen, man hätte das schon seit Jahren gemerkt. Es gibt da eine gewisse Blase, es nennt sich auch die sogenannte Twitter-Blase, die sehr abgehoben von der Welt sich herumbewegt. Aber wenn in den sozialen, wir brauchen nicht schon wieder in die Simmeringer Methodik, das habe ich mit dem Fussi, das reicht schon. Ich brauche keinen zweiten Fussi. Aber ich möchte ganz kurz etwas sagen. Diese Diskussion wurde in den sozialen Netzwerken geteilt, millionenfach geteilt. Und das war vor einer Woche, ob man es will oder nicht. Dieses Thema ist aufgetaucht, dass sich viele Menschen, Millionen Europäer gefragt haben, was ist denn dieses Torkeln des obersten Repräsentanten der Europäischen Union bei einem NATO-Gipfel? Warum lacht ihn dahinter der amtierende US-Präsident aus? Warum helfen ihm keine anderen Staatsgäste oder Staatspräsidenten, Regierungschefs, wenn er so schwer erkrankt ist? Das ist dann schon eine ernsthaftere Frage, nämlich die Amtsfähigkeit zu diskutieren. Und wenn die Sozialdemokraten immer so formvollendet und vornehm gewesen wären,
dann würde ich ja die Kritik von dieser Seite verstehen. Sie waren es aber nicht. Denn wie es um andere Politiker gegangen ist, ihnen etwas zu unterstellen, auch Parlamentarier aus der Periode, wo Sie einmal im Parlament waren, wo ich im Parlament war, wo von sozialdemokratischer Seite unterstellt worden ist, ja, der ist ja besoffen und hin und her. Also wenn das nicht am Ende des Tages jetzt plötzlich die neue Eleganz der Sozialdemokratie finden. Lass mir den Herrn Kallinger vielleicht kurz irgendwie... Es hat keinen Sinn, sagen Sie. Also, okay, da sehen wir schon ein bisschen eine Kaltfront aufziehen. Insofern lassen wir vielleicht das Thema, bevor es hier noch zur Eisstarre verfällt im Studio. Und ich würde sagen, wir wechseln vielleicht in ein anderes Thema, wo es auch ein bisschen um die Kälte geht. Und zwar um die soziale Kälte. Derzeit gibt es, Sie haben schon angesprochen, den 12-Stunden-Tag. Herr Kohl hat so richtig gesagt, man wollte ablenken von dem Thema 12-Stunden-Tag. Die Farce, wie es jetzt irgendwie hier im Raum steht, von Harald Wilimski, da einfach wegzukommen von diesem Thema, ist offensichtlich aufgegangen. Aber 12-Stunden-Tag, der regt noch immer auf. Herr Kallinger, warum regt das Sie auf? Ist es soziale Härte, soziale Kälte, die man hier der Regierung unterstellen kann oder sogar muss? Naja, es ist, glaube ich, zweifach. Also das eine ist die Frage, wie geht man mit der Sozialpartnerschaft in Österreich um, die sehr beliebt ist, die sehr geschätzt wird von der großen Mehrheit der Menschen. Und das heißt, so eine Maßnahme, die doch ziemlich eingreift ins Leben jedes berufstätigen Menschen, ist eben eine der Kernaufgaben in Österreich bisher einer sozialpartnerschaftlichen Regelung, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer miteinander zu einer Lösung finden. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist einfach faktisch, ja, dass es natürlich viele Berufsgruppen gibt, bei denen die Sorge auftaucht, dass sie das dann nicht mehr mit dem Familienleben vereinbaren können. Es arbeiten viele Leute jetzt schon 12 Stunden, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Eisenbahner oder Polizisten. Nur die haben halt natürlich sogenannte Diensträder, deren Freizeit ist auch planbar. Die Sorge der Menschen, also wir haben viele Studien über das gemacht, ist, dass sie die Hoheit über ihren Zeitablauf verlieren. Das ist der Punkt. Die Leute wären durchaus bereit, auch im Einzelfall 12 Stunden, auch sogar länger zu arbeiten, wenn sie dafür eine Garantie haben, dass sie dann zusammenhängende Freizeitblöcke kriegen und wenn sie eine Garantie haben, dass sozusagen ihr Familienleben nicht gestört wird. Also Mann, Frau arbeiten dann zu unterschiedlichen Tagen 12 Stunden und die Kinderbetreuung, das ist in Wahrheit das, was die Leute besorgt macht. Familienfeindliches Modell der 12-Stunden-Tag, Herr Kohl? Also mit den Rechten, die die Arbeitnehmer jetzt haben, ist das nicht wirklich das Thema. Das haben sie ja früher nicht gehabt. Das individuelle Ablehnungsrecht, den Kündigungsschutz und das arbeitsgerichtliche Verfahren, auf das lässt sich ja kein Unternehmer ein. Also in Wahrheit, wir sind ja hier Insider und wollen ja die Dinge durchschauen. Diese 12 Stunden, da geht es weder um den Arbeitnehmer, noch um die 12 Stunden, noch um die Arbeitgeber. Da geht es beinhart um Macht. Es waren sich vor der Wahl alle einig, auch Herr Kern, dass man diese Flexibilisierung machen muss. Was jetzt kommt, unterscheidet sich dadurch, dass die Betriebsräte nicht mehr das entscheidende Wort haben. Und das hat die Gewerkschaft auf die Palme gebracht, das verstehe ich auch. Weil die Gewerkschaft sieht, dass da also ihr Einfluss dahin schwindet. Und wenn es um die Macht geht, dann wird man wirklich böse. Und das war genau der Punkt. Und ich fand den Schachzug sehr klug, dass man, bevor die Lohn- und Gehaltsverhandlungen im Herbst anfangen, einmal eine dreimonatige Versuchsperiode hat. Ab 1. September gilt das Ganze. Und da wird man sehen, dass sich am Arbeitsplatz nichts ändert. Was ich nur bedauere ist, also wenn ich mir den Salinger vorgestellt habe und den Benja, wenn ich mir da vorgestellt hätte, was da passiert ist, wenn da mal ein Reif in der Frühlingsnacht fällt, das war ja, dass man die Gleichstellung von Arbeiter und Angestellte ohne Sozialpartner gemacht hat, dass man die Flexibilisierung als Paket nicht gemacht hat, dann hätten die wahrscheinlich auch gestritten. Aber sie hätten eine Woche vor der Beschlussfassung im Nationalrat, waren sie auf ein Bier gegangen oder eher auf ein Glas Wein, hätten die Betriebsräte wieder hineingeschrieben in das Gesetz und wären dann beide mit einem Abänderungsantrag in dritter Lesung in den Nationalrat gekommen und die Sache wäre erledigt gewesen und es wäre die Sozialpartnerschaft intakt. Weil was ich schon sage, Rückkehr zum Klassenkampf, das wollen wir nicht.
Befürchten Sie diese Rückkehr zum Klassenkampf? Ich glaube, das will niemand, aber es gibt eben bei dem Thema gibt es zwei Aspekte. Also das eine ist, was wurde gemacht, das andere, wie wurde es gemacht. Und gerade beim Wie sieht man, man hat ja halt einfach im Einzugstempo durchgepackt. Aber sozusagen in der Art und Weise, wie dieses Gesetz dann sozusagen eingebracht wurde. Und wenn dann nicht die Regierung gemerkt hätte, dass es da massive Widerstände gibt, dann hätte man auch in puncto der sogenannten Freiwilligkeit, wo man es auch erst noch sehen wird müssen in der Praxis, wie sich das dann gestaltet etc., auch da wenig nachgebessert. Das was ist gleichzeitig auch eine Einseitigkeit, die da drinnen ist, wo man sagt, es geht ja auch um die Rahmenbedingungen, wie gestaltet man das entsprechend aus. Es geht ja nicht rein um die Fragestellung der Flexibilisierung, sondern gleichzeitig, was ist sozusagen unter Anführungszeichen dann auf Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerseite der Vorteil, den ich davon habe. Und da muss man ganz offen sagen, sozusagen in dem, wie es jetzt ausgestaltet ist, also ich bin der Auffassung, dass es wirklich problematisch ist, dass man gleichzeitig sowas einführt, gleichzeitig dann auch parallel dazu in Wahrheit bei den Kindergärten Sport. Weil gerade im ländlichen Bereich, wo jetzt das mit den Öffnungszeiten in den Kindergärten nicht besonders rosig ausschaut, wenn ich dann relativ kurzfristig eben quasi zeitlich flexibel sein muss, das ist ein echtes Problem. Und da ist es ehrlich gesagt, da geht es ein bisschen um mehr um Macht. Es geht schon auch um Menschen, die davon betroffen sind. Und das redet man nicht allein. Nein, Entschuldigung. Also, das wird voll eingeredet. Das ist in Wahrheit auch bei den Kindergärten. Auch glaube, da muss man, muss man auch, ich habe viele Enkelkinder im Kindergarten, man muss also die Dinge durchschauen. Bei den Kindergärten ist es so, dass diese 130 oder 110 Millionen ja keine Betriebssubvention sind, sondern eine Errichtungssubvention. Der Bund zahlt den Ländern etwas, wenn sie zusätzlich Kindergartenplätze machen. Nachdem unwidersprochen die Kindergartenplätze für die 3- bis 6-Jährigen inzwischen ausreichend finanziert sind, braucht es nur mehr zusätzliche Plätze für die 1- bis 3-Jährigen und dafür sind 110 Millionen genug. Und schon bisher wurden die Gelder, die der Bund für diese Zwecke bereitgestellt hat, nicht ausgeschöpft von den Ländern. Das heißt, man sollte sie nicht vom Schmäh der anderen infizieren lassen. Also ich meine, man muss dahinter schauen. Es werden weniger Mittel eingesetzt und es werden auch, muss man auch dazu sagen, es werden halt Mittel, die man ja auch bräuchte in dem Bereich, dort nicht hingegeben, weil eigentlich die Öffnungszeiten zum Teil in manchen Bereichen ein Kindergarten ist Landessache. Ja. Da geht es um eine Errichtungssubvention und ich bin überzeugt, dass kein Land abgewiesen wird, wenn es ja Geld braucht für zusätzliche Kindergartenplätze. Wir haben jetzt schon die ersten Protestmaßnahmen erlebt, Betriebsversammlungen, die so abgehalten worden sind, dass die Öffentlichkeit durchaus in ihrem Fortkommen ziemlich erschwert wurde. Das war nicht unbedingt angenehm. Man hat gesagt, also diese Betriebsversammlungen waren nicht notwendig. Außerdem wären sie auch rechtlich nur im Zweifelsfalle eigentlich gedeckt gewesen, Stichwort ÖBB. Wie sehen Sie das? War das gerechtfertigt? Soll es weitere solche Streikmaßnahmen geben? Muss der ÖGB hier seine Muskeln spielen lassen, um die Regierung daran zu erinnern, dass das jetzt nicht eine Zwei-Parteien-Show ist? Also ungesetzlich war da zweifellos nichts. Da ist der ÖGB viel zu erfahren und die einzelnen Gewerkschaften nur solche Dinge zu machen, die sich nicht in einem rechtlichen Rahmen befinden. Klar ist, Präsident Kohl hat es, glaube ich, richtig angesprochen, über das individuelle Betroffensein hinaus ist das natürlich ein Tabubruch, der da passiert ist. Er hat gesprochen über Machtverhältnisse. Und das ist aber meiner Meinung nach auch verständlich, weil man muss sich ja vorstellen, es gibt ja da auch ein ordentliches Machtgefälle innerhalb jeder Firma, auch in meiner kleinen, aber noch mehr in einer großen. Und eigentlich ist ja das der Sinn sozusagen der betrieblichen Mitbestimmung, dass es einen Betriebsrat gibt, der bei heiklen Dingen sozusagen mit dem Schutz der Unkündbarkeit auftreten kann im Namen der gesamten, sagen wir jetzt, 500-köpfigen Belegschaft. Und es ist ein Unterschied, ob der Betriebsrat sozusagen im Namen eines Arbeitnehmers dorthin geht oder ob der einzelne Arbeitnehmer dorthin gehen muss. Und natürlich, wenn man den ausschaltet jetzt sozusagen, ihm dieses Recht nimmt, zu sagen, okay, wir machen jetzt 12-Stunden-Schichten oder vielleicht sogar länger, machen ja die Firmen in Österreich, jetzt schon viel. Aber wenn man den Betriebsrat da das Recht nimmt, sozusagen mitbestimmen zu können und dann zum Verhandeln zu können mit dem Chef, was kriegen wir jetzt als Hackler und was kriegst du, die 12 Stunden, ja? Und sagt, das ist jetzt im Gesetz und du darfst nicht mehr mitreden. Und dann aber noch ins Gesetz reinschreiben und sagen, aber der einzelne Arbeitnehmer darf hingehen zum Generaldirektor und sagen, bitte, ich kann nicht. Das ist eine betriebsfremde, wirtschaftsfremde Logik offenbar.
offen gestanden. Ja? Und daher hat der Präsident Kohl recht, da geht es um einen Machtkampf, ja, über diese Betroffenheiten hinaus. Und deswegen ist das vollkommen klar, dass sie sozusagen die Arbeitnehmervertreter, nämlich diese doch aus meiner Sicht deutliche Einschränkung des Mitbestimmungsrechts, ja, nicht gefallen lassen können. Das heißt, es wird logischerweise zu weiteren Maßnahmen kommen. Ich glaube, es wird auch im Rahmen der Herbstlohnrunde zu Forderungen kommen, die nicht nur in Richtung sozusagen kollektivvertragliche Gehälter geht, sondern auch Urlaub, Zeitersatz und so weiter. Also ich bin keine Gewerkschaft, aber ich bin überzeugt, dass es in die Richtung geht, weil die müssen ja sozusagen auch nachweisen, dass sie in dieser ureigenen Vertretung der Arbeitnehmer sozusagen nicht nachgeben. Ja? Und ich glaube aber, meine Vermutung ist, dass bis zu einem gewissen Grad versucht wird, so etwas sozusagen heraufzubeschwören. Mhm. Das ist mein Gefühl. Und das ist aber das, was die Leute wiederum spüren und ein bisschen Sorge haben, weil sie die Sozialpartnerschaft, nämlich dieses friedliche Regeln in Österreich, das bislang ohne sozusagen diese, wie soll man sagen, auf der Straße oder im Arbeitskampf ausgetragenen Methoden, ist man in Österreich eigentlich sehr gut gefahren. Also die wirtschaftliche Entwicklung war in Österreich immer besser als in den Ländern, die halt stärker auf so Arbeitskämpfe gesetzt haben. Muss man schauen, also wann man das riskiert. Also keine Spur, trotzdem. 12-Stunden-Tag. Sie sagen, früher war es irgendwie eh gescheit und wir haben es eh richtig gemacht. Ja. Gerald Gross hat da, wie es in der Natur der Sache liegt, glaube ich, eine andere Meinung gleich. Nein, überhaupt nicht. Josef Kallinger, muss ich zum zweiten Mal recht geben, aber auch dem Präsidenten Kohl, na selbstverständlich ist es ein Machtkampf und es ist ein Kampf um Einfluss in den Betrieben und es ist darauf folgend auch ein Kampf um Einfluss in der Sozialpartnerschaft, um Einfluss im Gesundheitssystem. Die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitgebervertreter entsenden das Gesundheitssystem, es ist gleichzeitig die Reform der Kassen in Österreich auf dem Regierungstisch liegen. Also das ist ein Gesamtpaket und ich verstehe es auch. Der politische Kampf, ich habe ihn auch oft genug geführt, ist natürlich auch ein Zentimeterkampf um Einfluss, denn jeder will seine Wählerlobby, was auch immer, verteidigen. Die Frage ist halt nur immer, und da widerspreche ich jetzt, mit welchen Methoden man diesen Kampf führt. Und wenn man diesen Kampf führt mit Pflastersteinen, den man vor die Adressen von Abgeordneten hinstellt, oder wenn man diesen Kampf führt, indem man bei Demonstrationen zum Sturz der Gewerkschaft, zum Sturz der Bundesregierung, zitiere, zum Sturz der österreichischen Bundesregierung aufruft, dann ist für mich eine Grenze überschritten, die selbst der niveaulose, sprich der Groß aus der Steiermark, niemals so anwenden würde. Aber, wie gesagt, es ist offenbar eine Methode, die die Gewerkschaft für sich entdeckt hat. Das ist damit, und wenn man dann sich zurücklehnt, wie es der Josef Kallinger zu Recht macht, ja, man darf ja aber dann nicht den Klassenkampf in Österreich auferstehen lassen, dann kommt mir das ein bisschen vor wie Biedermann und Brandstifter. Einerseits die Pflastersteine, also nicht du, na selbstverständlich nicht, aber einerseits von dieser Seite kommend Pflastersteine platzieren, dann zum Sturz der Regierung aufrufen und dann sagen, aber es darf ja nicht zum Klassenkampf kommen. Das ist heute schon ein bisschen Hanebüchern, um nicht zu sagen peinlich. Der Präsident Katzian hat beide Dinge sofort richtig gestellt. Ja, aber es ist passiert. Aber das ist der Unterschied zu dem, sozusagen, zu dem Gebiet, aus dem du da kommst. Ja, parteifrei, kommentiere unabhängig. Ja, genau. Aber nachdem wir da am Bildschirm lesen, wie brutal ist die Regierung, ist die Antwort sehr klar. Die Regierung ist überhaupt nicht brutal. Die Gewerkschafter waren brutal mit dem Pflasterstein und dem Grablicht. Und das finde ich unerhört, ja. Unerhört. Ja, aber das waren junge Burschen. Jetzt was heißt junge Präsident Burschen? Katzian hat sofort gesagt, abgestellt. Wenn ein junger Burschen im Frühwahlkampf in Niederösterreich was macht, gibt es eine Sondersendung beim Bundespräsidenten. Nur zum Vergleich. Wir kennen die Gewerkschaftsjugend, wir kennen die Jugendarbeit, vor allem der Angestelltengewerkschaft. Und wir wissen, dass das nicht zufällig, sondern geplant war. Und das war von der Gewerkschaft geplant und das war brutal. Ich weiß aber, dass die Gewerkschaft, der Katzian ist ein umgänglicher Mensch. Und ich bin überzeugt, dass das Szenario im Herbst so sein wird, dass man die große Betriebsrätekonferenz macht, wo man allen sagt, also jetzt kommen die Lohnverhandlungen. Und da wird die Linie ausgegeben, die Mitbestimmung der Gewerkschaft bzw. der Betriebsräte bei den Arbeitszeitplänen machen wir zum Gegenstand der Verhandlungen. Und Teil des Abschlusses ist nicht nur die Lohnerhöhung von 1, 2 oder 2,5%, sondern die Lohnerhöhung und das Mitwirkungsrecht bei der Überstundenregelung, Arbeitszeitregelung. Und ich bin überzeugt,
dass das flächendeckend in die Kollektivverträge hineinkommt, weil kein Arbeitgeber heutzutage so deppert ist, dass er Arbeitszeitregelungen ohne Betriebsrat macht. Wenn wir heute lesen, ich habe gerade heute das Interview gehört mit dem mit einem Verantwortlichen der FACC, ein oberösterreichischer Industriebetrieb, die suchen händeringend Arbeiter. Die Arbeiter muss man heute und die Arbeiterinnen muss man in Watte packen. Die kann man also nicht so behandeln, wie das manchmal in Drohkulissen aufgebaut wird. Tja, wir werden noch bis Herbst warten müssen, ob sich das wirklich alles bewahrheitet, was Sie gerade prognostiziert haben. Nicht ganz so lange müssen Sie zu Hause warten. Wir gehen nur kurz in eine Werbung und sind dann wieder zurück mit dem zweiten Teil von den Insidern. Jetzt auf UI24TV. Die Insider, der große Polit-Talk. Heute mit diesen spannenden Themen. Harte Worte, FPÖ im Schlagabtausch mit Van der Bellen. Soziale Kälte, wie brutal ist die Regierung? Und Politdarling, alle lieben Kanzler Kurz. Darüber und mehr diskutieren heute im Studio die Insider. Josef Kalliner, Gerald Gross, Andreas Kohl und Stefan Sengel. Durch die Sendung führt Sabrina Blagojevic. Jetzt die Insider. Nur auf OE24 TV. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Runde von Die Insider, heute wieder auf OE24 TV. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen, warum denn der Kanzler Sebastian Kurz eigentlich wirklich so ein Politdarling ist. National wie international scheint ihn wirklich jeder zu lieben, jeder hält seine Arbeit hoch, alle sind total happy und zufrieden mit unserem Bundeskanzler. Ist das wirklich so? Die Umfragen, die zeigen es jedenfalls. Derzeit sind 62% der Österreicher der Meinung, dass die Arbeit vom Bundeskanzler Kurz wirklich sehr, sehr positiv verläuft. Das ist der beste Wert seit Kreisky. Nicht einmal der hat so viel geschafft. Der hat nur 58% bei der gleichen Frage erreicht. Also unglaubliche Werte und zumindest einer hier am Tisch, der jubelt, auch wenn man es nicht sieht, aber innerlich. Andreas Kohl, Bundeskanzler Sebastian Kurz, kommt aus den Reihen der ÖVP. Das ist schon irgendwie fulminant, dieser Wert, oder? 62% der Österreicher sagen, er macht einen guten Job. Ja, das ist unglaublich gut. Und zwar hat er diesen Wert eigentlich schon ein Jahr vor der Wahl gehabt. Er ist schon ein Jahr vor der Wahl so stark oben gewesen, auch in der Parteipräferenz. Wie erkläre ich mir das? Eines der entscheidenden Wahlmotive in der Nationalratswahl in der letzten war der Stil der Streitkoalition und das wechselseitige Anpatzen. Sie werden von Kurz kein einziges schlechtes Wort über irgendeinen Mitbewerber je hören. Er patzt die anderen nicht an. Und er hat diesen, zum Ärger der Journalisten, hat er mit der gefürchteten Message Control, das heißt also damit, dass die Bundesregierung geeint mit einer Zunge spricht, was eigentlich jeder von einer Regierung erwartet. Aber Journalisten leben vom Streit natürlich. Da hat er aufgehört mit dieser Streitkoalition, an der die Koalition mit Faymann und mit Kern zugrunde gegangen ist. Also er patzt nicht an. Es gibt also, die Streitkoalition hat ein Ende. Er nimmt das wesentliche Thema der Österreicherinnen und Österreicher erfolgreich wahr, das ist die Migration. Da sind 80% der Leute, wollen, dass da was geschieht und es geschieht was und es geschieht schnell und es geschieht auch erfolgreich. Abschiebungen, 38% mehr als bisher, das sind schon Dinge, die sehr beeindrucken. Aber sind dann auch ein bisschen Themen, die er ein bisschen bei der FPÖ geklaut hat, das darf man schon so sagen. Das ist völlig egal. In der Politik gibt es kein Copyright. Das ist also, in der Politik zählt die Tat und nicht das Wort. Er ist ein Mann der Tat, versprochen gehalten, zählt immer. Und dann ist etwas, was mir immer wieder bestätigt wird, er kann zuhören. Das macht ihn so sympathisch, auch den anderen Staatsmännern. Man muss mal zuschauen, wie er auch auf der Ministerbank, wenn ein anderer spricht. Ist das nicht auch ein bisschen diese gestreichelte Eitelkeit von älteren Staatsmännern, wenn jetzt ein Junger kommt und die zu bewundern, zu denen aufschaut? Das Zuhören können ist eine wirklich große Kunst für einen Politiker. Weil normalerweise will der Politiker sofort jedem die Welt erklären. Ich bin selber einer gewesen, ich weiß. Und dann letztlich, natürlich, der Schmelz der Jugend hat auch seine Anziehungskraft. Herr Sengel, Sie haben ein bisschen gelächelt, jetzt zumindest beim letzten Satz. Wie sehen Sie denn die Anziehungskraft vom Wunderbasti? Ich denke mal, es ist
nicht so sehr alleine das Zuhören, sondern auch, dass er bei vielen Dingen einfach auch nichts sagt. Ja? Und sozusagen hier es eine ganz klare Rollenteilung gibt. Also alle Dinge, die positiv sind, das ist auch ganz richtig so, dass man das so macht in der Funktion. Ja? Wir werden natürlich entsprechend vom Bundeskanzler verkauft und präsentiert. Alle Dinge, die ein bisschen haglicher und schwieriger sind, da hängen momentan eher die FPÖ und die FPÖ-Minister draußen. Das ist wahrscheinlich auch der Teil, der früher oder später sozusagen dann zu den Spannungen und zu einem gewissen Knirschen im Gebälk führen wird. Wir haben momentan nicht so viele Wahlen, sozusagen, wo sich das dann in schlechten Wahlergebnissen für die FPÖ manifestieren kann, aber wir sehen schon jetzt, eine der nächsten ist die EU-Wahl, also auch da ist es kein Zufall, dass sich die FPÖ versucht, hier ein bisschen abzusetzen von der ÖVP, die ja eigentlich hier alle miteinander im selben Pool fischen. Und dann kommen natürlich auch solche Dinge heraus, wie der Herr Wilimski und ja, mit den Folgewirkungen, die das natürlich auch noch hat. Ja. Also man kann so sagen, mit den Worten der Opposition vielleicht ein bisschen ausgedrückt, man braucht nur lang genug am Ufer sitzen und warten, bis die Leichen der Feinde vorbeigeschwommen kommen. Irgendwann wird es dann noch ordentlich duschen in dieser Regierung. Meinen Sie das so? So einfach sozusagen würde ich das jetzt nicht sehen, aber ich denke mal, man muss einfach sehen, dass sehr viel auch von diesen positiven Umfragewerten, wobei, wo ist er bei der Kanzlerfrage? 36% ja, oder so? Also die Werte sind seit der Wahl stabil. Seine sind in die Höhe gegangen. Interessanterweise die von der ÖVP erst in der letzten Zeit auch knapp. Aber, ja. 36, da, also aber die von Feinmann, der FPÖ sind nicht gefallen. Ja, Feinmann, bei Breul, Spektra hat die FPÖ sogar die SPÖ überholt. Mit 28%. Aber man kann eines sagen, die FPÖ ist stabil. Aber 36%. Ja, aber Sie haben vorhin gerade zum Beispiel die Abschiebungen angesprochen, 38% mehr Abschiebungen. Genau, das ist Kickl. Und dennoch bewerten nur 27% seine Arbeit als positiv. Liegt das jetzt am Minister Kickl, dass der nicht sympathisch rüberkommt, dass man den vielleicht einfach nicht so pulde wie den Sebastian Kurz findet? Das macht die ÖVP sehr geschickt. Sie hat sozusagen ihren Teil der Kommunikation perfekt im Griff. Mhm. Ein bisschen anders als sozusagen der Koalitionspartner. Und man muss aber auch dazu sagen, jetzt, ich finde 36%, also Feinmann, Bröll hatten 2010, also 37, ja. 38%. Ja, ja, sicher. Ich habe es sogar da, es war in Österreich. Ich habe es mitgebracht. Ja, genau. Österreich schreibt ja sicher das Richtige. Ja. Der Peter Heig und ich, wir haben ja die letzte größere Studienprofil veröffentlicht. Da ist der Unterschied natürlich zu der Aspekt eigentlich nur der, im Zeitverlauf, da hat die Freiheitliche Partei um einen Prozentpunkt nachgegeben. Das ist angesichts der Schwankungsbreite nichts. Und man wird beobachten müssen, ob das voranschreitet. Wir finden, das ist ein sehr beachtlicher Wert, weil wir in den gleichen Studien gemessen haben, dass unter der freiheitlichen Wählerschaft der 12-Stunden-Tag sehr schlecht ankommt, ähnlich wie unter der sozialdemokratischen Wählerschaft, die eigentlich nur unter der ÖVP-Wählerschaft relativ gut wegkommt. Und daher ist eigentlich dieser Wert, den die Freiheitlichen haben, die Spektra-Umfrage mag anders gewesen sein, aber die war einen Monat vor unserer letzten. Also das heißt, da war die 12-Stunden-Geschichte noch nicht drinnen. Es sind aber, was man wirklich konstatieren muss, ausgesprochen stabile Werte für die Bundesregierung, sehr gute Werte für den Kanzler. Und die ganze Frage ist aus meiner Sicht so, das Erwartungsmanagement in der Politik wurde seit der Wahl sehr gut gemacht. Und das, was jetzt sozusagen zu beobachten sein wird, ist, wie geht es dann mit den Erwartungen um in Richtung, wenn jetzt die Veränderungen konkreter werden müssen. Ja? Auch da spüre ich, dass das aufgebaut ist. Ob es sozusagen wieder so organisiert ist, das weiß man noch nicht. Jetzt zum Beispiel der sich in den Medien jedenfalls herantreuende Konflikt mit den Ländern, wird man sehen. Ist das ein substanzieller Konflikt, dann wird es für die Regierung kritisch, auch für den Kanzler, weil dort ja sozusagen Kräfte sind, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen will. Ist es ein inszenierter Konflikt, in dem man jetzt in bestimmte Themen hochzieht? Und ich, offen gestanden, traue ich das Kurz und seinem Küchenkabinett ohne weiteres zu, dass es ein inszenierter Konflikt ist, wo am Schluss wieder der Kanzler, nein, ganz ernsthaft, als sozusagen als Sieger herausgeht. Weil es geht ja in der Politik immer um die Frage, wer ist der Sieger und wer ist der Verlierer? Und die Leute wollen halt, Überraschung, Überraschung, mehr im Lager des Siegers sein. Ja? Also das heißt, wenn diese Geschichte, die sich jetzt langsam andeutet mit den Ländern, wieder so ausgeht, dass es da dann zu etwas, was die Öffentlichkeit als wahrnehmbare Reform kommt, kann das auch wieder positiv ausgehen. Aber die Stimmen, die ich höre über die Frage, Groß hat es angesprochen, Krankenkassen, da machen sich viele dort Sorgen, weil die Vorarlberger wollen halt, wie heißt es so schön, dass ihr Vorarlberger Geld in Vorarlberg bleibt. Die wollen das nicht teilen mit irgendeiner, genau, und so weiter und so fort. So, also
Das wird man sehen. Ja. Zurzeit ist der Honeymoon gut. Es ist in Summe die Lage stabil. Die Sozialdemokraten haben jetzt in dem letzten Monat minimal angezogen, aus unserer Sicht wegen der 12-Stunden-Tagsgeschichte ein bisschen Luft unter die Flügel bekommen. Die Liste Pilz ist marginalisiert, aber auch da glauben wir, schauen wir mal, ein halbes Jahr, ein Untersuchungsausschuss, ein Peter Pilz, der wieder schwadroniert, wer weiß. Ja? Also, und die Neos sind eigentlich für das, dass sie eine kleine, sehr spezielle Gruppe sind, gut im Rennen. Ja? Da kommen wir jetzt schon ein bisschen ins Fahrwasser der Opposition. Man hat manchmal den Eindruck, die schlafen. Was ist da los, Gerald Gross? Sind sie für Sie zu still, zu leise, zu unspürbar? Könnten die schon ein bisschen stärker auf den Putz hauen? Gibt es da überhaupt wirklich irgendwie Kapazunder in der Opposition oder haben wir da ein bisschen die Dornröschenrunde an Land gezogen? Ich freue mich über die guten Werte der Bundesregierung. Nicht falsch verstehen. Ich freue mich, dass wir einen Bundeskanzler haben, der international eine gute Rolle spielt. Ich freue mich, dass die Freiheitliche Partei stabil ist in den Umfragen, auch innerparteilich der Vizekanzler keine Feinde hat. Ich kann mich an das Jahr 2000 erinnern, da haben wir drei Landtagswahlen allein im Jahr 2000 abgeglatt und eineinhalb Jahre später kam Knittelfeld und dann die innerparteilichen Spannungsfelder. Diese Situation ist heute eine ganz andere. Den Laden hat der Vizekanzler im Griff. Er ist stabil in den Umfragen. Er hat drei Landtagswahlen jetzt in Serie gewonnen. Also ich sehe da jetzt in sehr langer absehbarer Zeit. Ich sehe wirklich kein Problem, ganz im Gegenteil. Und da komme ich auf die Frage zurück. Ich sehe ein Problem, dass der Opposition, die de facto seit 6 Monaten schon dagegen halten hätte müssen, ja, ein massives Problem hat und dass ihnen die Luft ausgeht. Ich war 5 Jahre lang im Nationalrat Oppositionsabgeordneter. Ich bin sozialisiert worden in den 90er Jahren unter einem Oppositionsbundesparteiobmann Jörg Haider. Also ich weiß, wie Opposition geht. Und zu Missfallen über Stil und Eleganz kann es auch durchaus sein, dass wir manchmal mit dem Bihänder geschlagen haben. Aber nur weil wir mit dem Bihänder geschlagen haben und es hin und wieder übertrieben haben, kann es jetzt nicht sein, dass die alle in der Pendeluhr schlafen. Ja? Und den Eindruck habe ich nämlich. Ich würde mich freuen, wenn wir eine aktive Opposition haben. Aber was sehe ich? Die SPÖ und der Parteivorsitzende ist jetzt zuerst schlecht performend, ja? Und jetzt seit 4-5 Wochen überhaupt nicht mehr vorkommend. Die Liste Pilz stimmt, ist mit sich selbst beschäftigt, kannibalisiert sich. Nur von den Neos höre ich im Gegensatz auch nicht mehr viel. Diesen Aktionismus, diese von mir auch manchmal belächelte Hyperaktivität, die Matthias Strolz an den Tag gelegt hat, das braucht es als kleine Oppositionspartei. Gerade wenn du eine kleine Oppositionspartei bist, musst du deinen Radius des Aktionismus noch vergrößern, damit du dir überhaupt Gehör verschaffst in den Medien, aber auch in der Bevölkerung. Es muss ja etwas hängen bleiben. Und es bleibt derzeit von allen drei Oppositionsparteien nicht viel hängen. Und wir haben noch dazu die Sommerpause. Und die Sommerpause, das sogenannte schöne Sommerloch, war eigentlich immer etwas, wo sich die Oppositionsparteien sehr gut in Szene setzen konnten. Wir haben jetzt heute den 24. Juli. Es gibt keine Androhung auf Sondersitzung. Es gibt keine Unterbrechung der Sommerpause. Also ich möchte ja niemanden beflügeln, dass er jetzt tut. Aber wir haben zu dem Zeitpunkt schon 3 Sondersitzungen gemacht. Also wir haben schon gewusst, wie man das Handwerk versteht. Und den Eindruck habe ich bei den handelnden Personen nicht. Stefan Sengel, was haben Sie für einen Eindruck? Ist es, dass die Opposition nur gerade Anlauf nimmt und dann so richtig loslegt nach dem Sommer? Oder ist es wirklich so, dass die ein bisschen in der Hängematte alles verpennen? Also ich meine, wir sind uns sicherlich in einem Punkt, dass ich sowas mal sage, aber wir sind uns in einem Punkt sicherlich einig, dass es eine Reihe von Dingen gibt, Beginn einer großen Freundschaft, die man deutlich akzentuierter, es muss ja vielleicht nicht der Bierhändler sein, aber durchaus sozusagen noch schärfer thematisieren könnte. Das ist also jetzt nicht nur nach der 12-Stunden-Tagsgeschichte, gibt es einige Felder, gerade auch eben Sozialversicherungen, aber auch Kinderbetreuung, eine ganze Reihe auch von sozialen Themen, die sozusagen natürlich aufs Tapet zu bringen wichtig wäre, insbesondere für die SPÖ, aber auch für die anderen Oppositionsparteien. Könnte womöglich vielleicht auch jemand ausgetauscht oder so, wäre es vielleicht Zeit, auch irgendwie einen Führungswechsel in den Oppositionsparteien zu machen, beziehungsweise bei der SPÖ zu machen? Das ist Kern. So die klassische, die sozusagen, ich glaube, das ist insgesamt eine Fragestellung. Der Präsident Kohl zeigt keiner auf. Ich glaube, das ist insgesamt
Natürlich auch einen, eine Umstellung und auch einen Bedarf gibt, sich zu synchronisieren in ein paar inhaltlichen Fragestellungen. Dass man da schon weiter sein sollte, weiter sein müsste, weiter sein könnte, ist, glaube ich, auch keine Frage. Aber auf der anderen Seite, ich denke, die übertriebenen Sorgen um die Opposition sozusagen, die da ganz gerne auch kultiviert werden, in Hinsicht darauf, also auch gerne als Medienthema herangezogen werden und so weiter. Und wenn dann mal jemand auf die Pauke haut, dann heißt es gleich wieder, naja, das ist alles übertrieben und Panikmache. Also diese übertriebenen Sorgen, ich glaube, die werden sich dann letztendlich auch nicht bestätigen. Also ich sehe die Opposition schon differenzierter. Also ich glaube, die Neos haben einen Einser. Die machen das gut. Die machen eine differenzierte Opposition, haben immer wieder eigene Vorschläge, platzieren die auch ziemlich gut gegens Wochenende hin. Das merkt man ganz genau als Profi, wann die Botschaften gepflanzt werden, wie sie kommen. Da stimmen sie zu, da sind sie dagegen, da bei der Kostenbremse ist auf einmal der Herr Loacker im Morgenjournal, weil er für die Kostenbremse ist. Also die, und in der Meinungsforschung, die mir zusätzlich zu eurer und zur Spektra zur Verfügung stand, sind die Neos fast bei 8%. Das heißt, sie sind relativ gut. Die Liste Pilz ist meines Erachtens nach unrettbar verloren. Also den Untersuchungsausschuss, der den Pilz rettet, den gibt es noch nicht. Und Sie haben ja auch mit, ich meine, die Frau Bissmann, die habe ich gestern im ORF gesehen, das ist eine gescheite Frau. Und die haben Sie also, die haben Sie drinnen sitzen und die ist wesentlich glaubwürdiger als der Herr Pilz, ich muss es leider sagen. Also daher ist diese Frage, da die Liste Pilz kommt auch in unseren Meinungsforschungen auf 1,5% oder so, die gibt es nicht mehr. Die SPÖ haltet sich. Die SPÖ hat natürlich schon große Schwierigkeiten, also keine Machtpositionen mehr zu haben. Ich kann mich erinnern, im Jahr 70, wie wir aus der Regierung geflogen sind und plötzlich alle Positionen, Regierung, überall, nirgendwo mehr. Ich kann mich lange zurückerinnern. 1970 sind wir aus allem rausgeflogen. Ja? Und das hat sich also, und das trifft eine Partei. Es gibt also keine Personalreserven mehr. Es zeigt dort auch niemand auf und sagt, bitte, ich möchte Parteiobmann werden. Und wenn man einen Nissl als Landeshauptmann hat, der mit den Freiheitlichen eine Koalition bildet und den Bundeskanzler alle 3 Wochen ausrichtet, wie man es eigentlich machen sollte, und der jetzt in der Flüchtlingsfrage... Das ist ein bisschen so der Feind in meinem Bett, meinen Sie? Nein, der Nissl, der macht natürlich das Spiel der Regierung. Er hilft der Regierung. Also manche würden wahrscheinlich sagen, dass er ein Kurzfan ist, aber mehr kann man der Regierung nicht helfen. Also so wie das, ja, aber ich spitze ein bisschen zu. Aber ich glaube, er ist kein großer Freund von Christian Kern. Ich glaube, es ist eher so. Christian Kern, das kann man sagen. Und die große Hoffnung Wien, und Wien ist ja die entscheidende letzte große Machtposition der SPÖ, da hört man im Augenblick gar nichts, was ein gutes Zeichen ist. Ob das wirklich ein gutes Zeichen ist? Und da bereiten sich Dinge vor, denke ich. Ja, denken Sie. Sie haben es auch gerade angesprochen, Totgesagte leben manchmal länger. Sie haben angesprochen, Peter Pilz sei schon eigentlich mehr oder weniger wieder weg vom Fenster. Josef Kalliner, Sie glauben noch an Peter Pilz und die Kraft seiner Rückkehr. Schafft er es noch einmal retour? Kann er sich da wirklich noch einmal behaupten, auch innerhalb seiner Partei Frieden stiften, Ruhe finden? Ich glaube nicht an den Pilz. Woran ich glaube, aus meiner beruflichen Erfahrung, ist, dass die Politik extrem kurzlebig und volatil ist und sehr stark an Personen hängt. Ja? Das heißt, wenn ein Thema hochkommt, wo der Peter Pilz als Person, die anderen rund um ihn glaube ich nicht, aber der Peter Pilz als Person sozusagen wieder eine Projektionsfläche findet, wo genug Leute sozusagen sich für das interessieren, sind die Chancen einfach da. Ja? Ist es nicht der Pilz, sind es vielleicht die Grünen, ja? Aber wie gesagt, der Peter Pilz hat ein großes politisches Talent, auch der Inszenierung. Und das kann man nie abschreiben. Ich sehe das genauso, wir liegen bei 1,52%, also zur Zeit draußen. Und die Streitereien sind natürlich fatal. Und sie haben schon bei vielen Leuten jeden Kredit verloren, weil diese Geschichte mit der Frau Bissmann und so und dem Ausschließen und Reinschließen und Rausschließen, schlecht. Aber wie gesagt, die Politik ist sehr kurzlebig. Sie sehen ja sozusagen, wie in welcher kurzer Zeit zum Beispiel Kurz die ÖVP von
19% im Mai 2017 auf 30% gebracht hat, seither dort hält. Das ist ausschließlich der Verdienst sozusagen dieses Erneuerungsversprechens und der freiheitlichen, des Thema Wegnehmens der Migration. So, mit den zwei Themen hat er im Mai 2017 die ÖVP von 19-20 auf über 30 gebracht, seither stabil. Sie wird mal sehen, ist das ausgereizt oder nicht. Ja? Also da eine Prognose abgeben, wer jetzt in 4 Jahren tot ist oder lebendig ist, ist sehr gewagt. Ja? Und das Talent hat er jetzt. Das ist das, was ich meine. Ja? Und ansonsten muss man sagen, auch zur Rolle der Opposition. Ich glaube, man soll ja die Erwartungen da sozusagen nicht, also realistisch setzen. Denn die Regierung hat unglaublich viel Vertrauensvorschuss bekommen. Das ist ja auch das, was sich in diesen Werten der Zufriedenheit niederschlägt. Das, was wir gemessen haben, ist auch zum Beispiel, dass viele freiheitliche Wähler, obwohl sie vom 12-Stunden-Tag gar nicht begeistert sind, ihn ablehnen, trotzdem bei der Freiheitlichen Partei die Stange halten. Ich glaube, die Motivlage ist so, diese Wähler sind so froh, dass sie sozusagen jetzt dabei sind. Sie sind wer? Sie sind anerkannt, sie sind nicht mehr ausgegrenzt. Ja? Die sind zufrieden mit dem, dass die Freiheitlichen sozusagen jetzt dazugehören. Und die verzeihen denen jetzt eine gewisse Zeit noch viel. Aber wie gesagt, der Krug geht immer so lang zum Brunnen, bis er bricht. Das ist die Frage auch der Regierungsarbeit, was wird da passieren? Und deswegen muss man als Opposition ein bisschen eine Geduld haben, um zu schauen, wo sind substanzielle Maßnahmen, dass ich reinhauke. Die AVA-Geschichte war von der Ministerin Hattinger so dilettantisch angegangen. Das war schon ein erstes Thema, wo man aber dann sofort kurz und andere sofort gesagt, das beruhigen wir jetzt, da schauen wir jetzt. Und jetzt ist nicht mehr von 500 Millionen pro Jahr die Rede, sondern nur von 500 Millionen in 5 Jahren. Das schaut schon ganz anders aus. Also, Sie wissen, das hat mit Politmanagement dann zu tun. Ja? Und da haben die alle Chancen, wenn sie abwarten. Fehler passieren immer im Regieren. Ja? Also, und daher, und wie gesagt, die nächste Chance ist erst bei der nächsten Wahl. Und da wird sich das so circa 1,5 Jahre davor dann entscheiden, wie die Lage ist. Ja? Das kann ich bestätigen. Wir haben bei der letzten großen, über Monate gehenden Umfrage 1000 Wechselwähler, also die gewechselt haben, gefragt, die weg sind von FPÖ und weg von ÖVP. Die Arbeitszeitfrage hat nur bei 4 von 1000 eine Rolle gespielt. Also, obwohl man der Meinung ist, auch bei unseren Wählern und den Wählern der FPÖ, dass das eher den Arbeitgebern nützt als den Arbeitnehmern und nicht sehr begeistert ist. Aber das ist kein Motiv zu wechseln, interessanterweise. Interessanterweise, das stimmt, das war es auch heute wieder. Interessant mit unseren Insidern. Herzlichen Dank, dass Sie alle hier bei uns dabei waren. Vielen Dank, dass Sie zu Hause ebenfalls dabei waren. Ja, wie es weitergeht mit der Regierung, ob wir wirklich nur warten müssen, bis der erste Fehler passiert, damit wir erleben, wie die Opposition so richtig zuschlägt. Spannend wird es auf jeden Fall. Wir diskutieren es jede Woche am Dienstag um 22 Uhr hier auf OE24 TV. Mit diesen Worten danke fürs Dabeisein, auf Wiedersehen und gute Nacht.